Das ist ein Tag im Leben von einem Profiboxer. Das ist Nathan. Sein Tag beginnt ja immer mit einem Gebet. Er ist 26 Jahre alt und hat Ende letzten Jahres sein Debüt als Profiboxer gemacht. Bevor Nathan Profi wurde, war er als Amateurboxer unterwegs. Mit über 60 Amateurkämpfen und mehrfach gewonnenen Titeln, zum Beispiel mehrfacher Mittelrheinmeister, war er schon sehr erfolgreich. Momentan bereitet er sich auf seinen vierten Profikampf um den deutschen Meisterschaftstitel vor. Morgen! Guten Morgen! Wie geht's dir? Gerade aufgestanden, hab mich fertig gemacht und jetzt geht's los für einen kleinen guten Morgenlauf. Morgen! Morgen! Übrigens, bevor Nathan seinen Lauf startet, stellt er sich seine Smartwatch ein, um seinen Puls, die gesamte Laufzeit und die gelaufene Kilometeranzahl zu messen. Der tägliche Lauf fördert Nathans Ausdauer. Eine gute Ausdauer ist das Fundament für den Boxsport. Außerdem wärmt Nathan seine Muskeln mit Schattenboxen auf. Im Schnitt läuft Nathan morgens eine Stunde lang und springt danach sofort unter die Dusche. Jetzt gehst du in mein Lieblingsstammcafé und hol mir erstmal einen Kaffee und ein bisschen Frühstück. Zum Frühstück geht Nathan meistens in sein Stammcafé, was seinem alten Schulfreund gehört. Heute ist Nathan sogar in der örtlichen Zeitung zu sehen. Sag mal Nathan, frühstückst du immer dasselbe? Für gewöhnlich frühstücke ich immer ein Brötchen und einen Kaffee morgens und dann kann ich gut in den Tag rein starten. Ich gehe zu meinen Sponsoren, gehe mit denen einen Kaffee trinken und habe auch ein kleines Geschenk für die. Hey. Hallo, als Profi ist Nathan auf Sponsoren angewiesen, denn die bezahlen für Veranstaltungen, Wettkämpfe, Equipment und Hallenkosten. Im Gegenzug sind auf Nathans Sportbekleidung die Logos der Sponsoren abgebildet. Natürlich trifft sich Nathan nicht jeden Tag mit seinen Sponsoren. An anderen Tagen arbeitet Nathan und setzt sich dabei für Menschen mit Behinderung ein. Ja, jetzt gehe ich mir eine Bowl holen. An so vollen Tagen hat Nathan meistens nicht die Zeit, um selber Essen zu kochen. Deswegen muss er sich heute was Frisches unterwegs holen. Da ist Reis drin, Salat drin, Nüsse drin, eine schöne leckere Soße. So tanke ich ein bisschen Kraft vorm Training, ein bisschen Kohlenhydrate, ein bisschen Gemüse. Und dann kann es beim Training losgehen und habe genug Power und Energie für das Training. Nach einem kurzen Mittagessen geht es dann los zur Boxhalle. So, wir kommen im Gym. Jetzt werde ich die Kleinen trainieren und anschließend habe ich direkt danach selber Training. Natürlich bringt Nathan den Kids die Grundlagen zum Boxen bei. Auch hier steht erstmal ein Ausdauertraining an, bevor es überhaupt zu den Boxsäcken geht. Nathan, sag mal, wie oft trainierst du eigentlich die Kids so pro Woche? Ich trainiere ein- bis zweimal die Woche die Kleinen und versuche die während des Boxtrainings ein bisschen Abwechslung und um die fit zu halten. Manche von denen sind Fußballer, manche von denen machen gar keinen Sport und ich halte die dann währenddessen ein bisschen fit. Oh, hier kommt Nathans Trainer Kemo. Kemo ist für Nathan schon eher ein Mentor als nur ein Trainer. Zusammen sprechen wir ab, was für Trainingsanleitungen heute anstehen. Obwohl Nathan heute schon so viel geleistet hat, geht es für ihn weiter mit seinem eigenen Training. Nathan trainiert übrigens nicht alleine, sondern mit Arian, der noch in den Profibereich wechseln möchte. Die beiden kennen sich vom Amateurboxen und verfolgen dieselben Ziele. Kemo? Ja? Wie lange trainierst du eigentlich schon den Nathan? Letztes Jahr im Mai.
Kimmo, wie ist Nathan als Boxer? Sehr gut. Nathan ist ein sehr talentierter Boxer und ein sehr, sehr disziplinierter Junge. Ja, Potenzial ist da, Talent ist da. Was ist euer nächstes Ziel? Ja, jetzt deutsche Meisterschaft. 2 bis 2,5 Jahre dann WM. Auf jeden Fall. Nur Arbeit und dann alles ist möglich. Man sieht, dass das Boxen für die beiden nicht nur ein Sport ist, sondern eine Leidenschaft. Jetzt ist das Training vorbei, jetzt geht's nach Hause mit der Familie und erstmal was ordentlich, was essen und also ab nach Hause. So, ich bin jetzt von dem Training nach Hause gekommen. Meine Familie hat schon gegessen, weil ich so spät vom Training gekommen bin. Aber ich kann das eh nicht abends essen, weil ich abends halt nur Eiweiß esse. Diesbezüglich mache ich mir jetzt gerade auch nur ein bisschen Rührei, einen kleinen Salat dazu und dann setze ich mit der Familie zusammen. Mittags esse ich immer Kohlenhydrate und abends halt nur Eiweiß. Nathan? Ja? Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich entschieden hast, den professionellen Weg als Boxer einzuschlagen? Mein Ziel oder mein Traum war es immer schon, Profiboxer zu werden. Mein Traum war es auch immer schon, Weltmeister zu werden. Und irgendwann nach den ca. 60 Kämpfen, die ich gemacht habe, habe ich mich dazu entschieden, meinen Traum weiter zu verfolgen und habe dann den nächsten Schritt gemacht. Und der nächste Schritt war ja, dann zu den Profis zu wechseln. Und ich bereue keine Entscheidung seit heute. Nathan ist in einer christlichen Familie aufgewachsen und lebt noch bei seinen Eltern. Bald möchte er allerdings mit seiner Freundin zusammenziehen. Er ist ein sehr familiärer Mensch und auch sehr gläubig. Deswegen hat er sich auch den Boxernamen S.O.G., Son of God, ausgesucht. Das ist übrigens sein kleiner Bruder Meto. Er ist ebenfalls ein talentierter Boxer wie Nathan, aber noch im Amateurbereich unterwegs. Genauso wie sein großer Bruder hat Meto als Amateurboxer schon mehrere Titel erkämpft. So, Nathan verbringt noch die restliche Zeit mit seiner Familie und um 22 Uhr legt er sich schlafen. Das war ein Tag im Leben von einem Profiboxer. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schreib mir doch außerdem in die Kommentare, was dir gefallen hat und was du gerne als nächstes sehen möchtest. Das Video war jetzt ein bisschen länger in der Bearbeitung als geplant, deswegen gibt es noch ein Update zu Nathan. Am 5.6. hatte er seinen Titelkampf zum Deutschen Meister und hat diesen auch gewonnen. Das Besondere daran ist, in der zweiten Runde hatte er sich die linke Hand gebrochen und musste die nächsten 8 Runden nur mit einer Hand kämpfen und hat trotzdem gewonnen. Deswegen, wie dein Trainer schon gesagt hat, nur Arbeit und alles ist möglich. Herzlichen Glückwunsch, mein Freund. Du hast den Sieg wirklich verdient. Hier noch ein kleiner Clip dazu und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, das ist ein Tag im Leben von. Und der neue internationale deutsche Meister im Weltergewicht ist... Nathan!